In der Fußballregionalliga hatte Holstein Kiel heute Energie Cottbus 2 zu Gast. Am Ende hieß es 5:2 für die Kieler. Die Holsteiner hatten noch gar nicht richtig gemerkt, dass die Partie schon lief. Da stand es nach 4 Minuten 1:0 für Cottbus. Bis zum 1:1 Ausgleich durch Fide Sikora wirken die Kieler etwas planlos. Erst das schön rausgespielte 2:1 durch Tim Siedschlag gab dann mehr Sicherheit. Und als Marc Haider in der zweiten Hälfte einen Handelfmeter verwandelte, war eigentlich alles klar. Doch ein Eigentor sorgte nochmal für unnötige Spannung. Erst kurz vor Schluss spielte der gerade erst eingewechselte Jaroslav Lindner seinen Gegner schwindlig und traf zum 4:2. Das 5:2 in der Nachspielzeit durch das zweite Tor von Sikora war dann schon fast ein bisschen zu viel des Guten, aber Grund zum Jubeln.